Und deswegen ist es ziemlich anzunehmen, dass in den nächsten 20 Jahren nicht nur der Iran, sondern auch dann Saudi-Arabien und wenn Saudi-Arabien, dann auch die Türkei zur Atommacht werden, um sozusagen nur mal das Minimum zu formulieren. Wenn wir in dieser Welt diese fünf großen Länder, Amerika, Europa, Indien, China, Russland, und diese Länder würden an einem Strang ziehen, welche Chance hätte die Welt, zum Beispiel in Sachen Stabilisierung des Friedens, aber auch Bekämpfung der Armut, Klimawandel, all dieses immense Potenzial, was darin liegen würde, um die Welt wirklich auf eine bessere Schiene zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es vergeht kein Tag ohne Nachrichten, die uns die veränderten Kräfteverhältnisse in der Welt von heute vor Augen führen. Die freiheitlich-demokratisch ausgerichteten Staaten wie unsere, dachten doch nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, ihr Modell stehe jetzt quasi konkurrenzlos auf dem Globus und es sei nur eine Frage der Zeit bzw. der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, dass der Rest der Welt dann irgendwann demnächst in dieses Modell einscheren würde und wir dann die Belange der Menschheit auf Basis des Multilateralismus gemeinsam fair regeln können. Wie kann das sein, dass heute die autokratischen Regime wieder auf dem Vormarsch sind, ja die Mehrheit der Menschheit regieren? Wie kann es sein, dass sich neue Machtzentren, Machtpole herausbilden, von denen die Mehrzahl tatsächlich nicht unseren Werten verpflichtet ist und die ihre Stärke durch das in rechtsstaatlichen Strukturen eigentlich nicht vorgesehene Recht des Stärkeren skrupellos ausspielen? Plötzlich sehen wir uns globalen Umbrüchen ausgesetzt, die schwer zu verstehen sind und die uns Angst machen, ob wir nicht historisch und auch wirtschaftlich in puncto Wohlstand auf der Verliererseite stehen. Für die heutige Abendveranstaltung zum Thema die neue multipolare Weltordnung, politische und wirtschaftliche Herausforderungen für die Europäische Union, haben wir zwei herausragende Persönlichkeiten als Referenten gewinnen können. Ich freue mich sehr, Jean Asselborn und Professor Dr. Herfried Münkler hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, will ich Ihnen die beiden Referierenden und Gesprächspartner des heutigen Abends doch ein wenig ausführlicher vorstellen. Jean Asselborn, geboren 1949 in Steinfort nahe der belgischen Grenze, Luxemburgs natürlich, war von Juli 2004 bis November 2023 Außenminister Luxemburgs, zwischenzeitlich von 2004 bis 2013 außerdem Vizepremierminister Luxemburgs. Er ist Mitglied der Luxemburger Sozialistischen Arbeiterpartei, LSAP. Jean Asselborn bringt eine reiche Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit in der europäischen und internationalen Politik mit. Er hat sich während seiner Amtszeit für die Rechtsstaatlichkeit und die Solidarität als Grundwerte Europas eingesetzt. Die Förderung der Menschenrechte, die Stärkung der europäischen Integration und die Entwicklung einer kohärenten EU-Außenpolitik, das sind und waren ihm bis heute wichtige Anliegen. Seine Perspektive als intimer Kenner der Europäischen Union ist von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu verstehen, denen sich die EU in der sich wandelnden globalen Ordnung gegenüber sieht. Jean Asselborn ist bekannt für seine klaren Worte. In der Presse wird er oft als der letzte Europäer bezeichnet, weil es heute kaum noch jemand wagt, mit so viel Leidenschaft für das Projekt Europa zu werben. Für seine Verdienste um das deutsch-luxemburgische Verhältnis hat Jean Asselborn 2010 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Er ist passionierter Radsportler und Bergwanderer. Heute hat er den Weg zu uns gefunden, um sportliche Höchstleistungen bei der Analyse der neuen Weltordnung zu erzielen. Herfried Münkler, geboren 1951 in Friedberg in Hessen, ist ein renommierter deutscher Politikwissenschaftler, um es mit der gebotenen Prise Understatement zu formulieren. Er ist besonders bekannt für seine Arbeiten in den Bereichen politische Theorie und Ideengeschichte. Seine akademische Laufbahn und sein umfangreiches Schaffen haben ihn zu einer Schlüsselfigur in der deutschen und internationalen politikwissenschaftlichen Landschaft gemacht. Herfried Münkler war bis 2018 Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften und Inhaber des Lehrstuhls für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Theorie und Ideengeschichte, politische Kulturforschung,
Theorie und Geschichte des Krieges und Risiko und Sicherheit. Wir haben Herfried Münkler schon mehrere Male als Referent zu unterschiedlichen Themen in die Akademie eingeladen. Er hat immer exzellente Vorträge gehalten, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Perspektiven und Sichtweisen auf die jeweilige Thematik eröffnet haben. Und auch die Videos seiner Vorträge auf unserem YouTube-Kanal, den Sie hoffentlich alle abonniert haben und wenn nicht, das dann ganz schnell nachholen. Diese Videos gehören zu unseren Ausreißern nach oben. Sein Vortrag zu Ukraine, Krieg und Neue Weltordnung wurde inzwischen über 150.000 Mal aufgerufen und auch der Vortrag zum 30-jährigen Krieg, der schon einige Jahre älter ist, über 100.000 Mal. Herfried Münkler hat im Herbst letzten Jahres ein Buch mit dem Titel Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert veröffentlicht, in dem er analysiert, vor welchen Umwälzungen und Umbrüchen die Welt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten steht. Nicht zuletzt dieses Buch und die darin von Ihnen gelieferten Analysen und Thesen haben zur Konzeption dieser Veranstaltung geführt. Das Thema Ihres heutigen Vortrags, lieber Herr Münkler, lautet die neuen geopolitischen Machtzentren im 21. Jahrhundert. Ich freue mich sehr darauf, dass Sie uns in Ihrem Vortrag Ihre Analysen und Thesen zu den globalen Veränderungen hin zu einer multipolaren Weltordnung mit 5 großen Machtblöcken erläutern werden. Sie, lieber Herr Asselborn, werden im Anschluss an den Vortrag von Professor Münkler Ihren Fokus auf die Europäische Union und innerhalb der EU besonders auf die unterschiedlichen Positionen von Frankreich und Deutschland legen. Auch auf diesen Vortrag und Ihre Analysen bin ich schon sehr gespannt und freue mich. Jetzt aber genug der Vorrede, legen wir endlich los. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen anregenden Abend. Lieber Herr Professor Münkler, jetzt haben Sie das Wort. Ja, um damit zu beginnen, das ist natürlich für einen selber eine große Herausforderung, wenn man es nicht unter 550 Seiten geschafft hat, seine Überlegungen zu Papier zu bringen, das Ganze jetzt in einer halben Stunde auf ein bestimmtes Segment zugespitzt, das sicherlich auch zusammenzufassen. Und Sie werden beobachten, ob ich das schaffe. Am Anfang gewissermaßen die Grundthese meiner Überlegungen. Es wird im 21. Jahrhundert keine unipolare und auch keine bipolare Machtordnung mehr geben. Das ist, wenn man mal das durchschnittliche Alter der hier Versammelten zugrunde legt, das sozusagen in mir ja jetzt tendenziell repräsentiert ist, Sie haben ja gehört, Jahrgang 51, das ist ja eine der Grunderwartungen, weil wir tendenziell die ganze Zeit entweder in einer bipolaren und anschließend in einer unipolaren Ordnung gelebt haben und das eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Bis hin zu dem Punkt, dass auch diejenigen, die zu dem Ergebnis gekommen sind, aufgrund Veränderungen der sozioökonomischen Konstellationen in der Welt, werden es die Amerikaner nicht mehr sein, die diese Dominanzposition innehaben, dann sofort einen anderen Dominanzakteur ins Spiel gebracht haben, etwa in der lange Zeit sehr verbreiteten Vorstellung, wenn das amerikanische Zeitalter zu Ende geht, wird das chinesische Zeitalter beginnen. Da hat man sozusagen ökonomische Daten zum Maßstab gemacht. Ich glaube aber auch, dass es kein bipolares Zeitalter mehr geben wird, wie manche gewissermaßen eher implizit als explizit unterstellen, wenn sie davon sprechen, es werde einen neuen Ost-West-Konflikt geben oder der habe ja, da ist dann der Verweis auf den Ukraine-Krieg zentral, der habe ja eigentlich schon begonnen. Meine These ist sozusagen, die Einheitlichkeit der Machtblöcke, wie sie einstens, wenn ich das mal so abkürzen sagen darf, der Westblock und der Ostblock, die ist nicht mehr gegeben und die wird es auch nicht geben. Die Gegensätze zwischen Russland und China sind größer als beide Akteure, zumal Herr Lavrov wahrhaben will, wenn er davon spricht, es forme sich eine neue Ordnung antihegemonialer Art, wie er obendrein behauptet, in der Allianz zwischen Moskau und Peking.
Da sind die Gegensätze doch sehr viel tiefer. Da werde ich ein paar Bemerkungen dann auch dazu machen. Und sicherlich wird auch das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und den Europäern, wenn sie denn überhaupt in der Lage sind, globalpolitisch eine Rolle zu spielen, nicht so einfach mehr sein, wie das in der meisten Zeit, ganz uneinfach war es nie, zwischen, sagen wir mal, 1949 und 1989, also über 4 Jahrzehnte, gewesen ist. Es waren vermutlich doch bestimmte Konstellationen, die dazu geführt haben, dass, ja, ich würde nicht sagen eigentlich 1945, sondern nehme lieber das Datum 1948 als Anfangspunkt, sozusagen zwei alternative Ordnungssysteme entstanden sind, die man in gesellschaftspolitischer und ideologischer Ausrichtung als ja, demokratisch-kapitalistisch und als ja, totalitär am Anfang vielleicht, bis Khrushchev, danach posttotalitär und staatsplanungswirtschaftlich beschreiben kann. Aber ich würde sagen, das sind Selbstetikettierungen gewesen. Vielleicht ist sehr viel wichtiger der Blick auf geopolitische Konstellationen, also die Entscheidung der Vereinigten Staaten, in Europa zu bleiben, im Unterschied zu den Entscheidungen, die sie nach dem Ersten Weltkrieg getroffen haben. Würde man geopolitisch sagen, also die Gegenküste unter Kontrolle zu behalten, die Gegenküste des Atlantischen Ozeans, nicht? 2021 ist man zu dem Ergebnis gekommen, der Ozean ist groß genug und breit genug und er ist ein Sicherheitsraum, der die USA schützt davor, dass die Leute von der gegenüberliegenden Küste übergriffig werden und in den USA mal vorbeischauen, um dort, was weiß ich, was zu tun. Pearl Harbor ist eigentlich so ein Wendepunkt gewesen mit dem Ergebnis, Sicherheit gibt es nur, wenn man die Gegenküste kontrolliert. Das ist nicht unbedingt neu. Als, sozusagen, um ein ganz altes Beispiel zu nehmen, Caesar nach Britannien übergesetzt ist, um die englischen Stämme ein bisschen zu malträtieren, war das eigentlich auch die Grundidee der Kontrolle der Gegenküste. Oder die englische Präsenz auf dem europäischen Kontinent, zumal in Frankreich, war auch ein Hinweis auf die Gegenküste. Und wie tief sich sowas eingebrannt hat, kann man vielleicht darin sehen, dass Charles de Gaulle, der ja immer ein Gegner des britischen EWG-Beitritts gewesen ist, gesagt hat, das britische Beitrittsgesuch sei niederzulegen auf dem Schlachtfeld von Azincourt. Da muss man sich schon ganz gut in Geschichte auskennen, um zu wissen, dass das eine Schlacht des frühen 15. Jahrhunderts gewesen ist, in der die englischen Langbogenschützen die französische Ritterschaft dezimiert haben. Also sozusagen eine Erinnerung daran, in welcher Weise die Kontrolle der Gegenküste auch Stress machen kann bei denjenigen, die für sich in Anspruch nehmen, dass die Gegenküste ihnen allein gehört und die anderen da nichts zu suchen haben. Also sozusagen die amerikanische Entscheidung, in Europa zu bleiben und darüber mit dem imaginativen Mittelpunkt des Nordatlantik einen Raum zu bilden, den wir der Einfachheit halber den Westen genannt haben. Aber es war nicht ja nur im geografischen Sinn der Westen, sondern etwas Ähnliches hatten sie im Hinblick auf die andere Seite der euroasiatischen Landmasse getan, also sich gewissermaßen auch festzusetzen an der pazifischen Küste. Das hat nicht so geklappt, weil bekanntlich Mao Zedong den chinesischen Bürgerkrieg gewonnen und Chiang Kai-shek ihn verloren hat. Aber doch sozusagen zeitweilig nur mit Vietnam, aber vor allen Dingen mit Korea und dann den vorgelagerten Inselsystemen von Japan bis Australien hat man diese Gegenküste auch unter Kontrolle behalten. Diese Entscheidungen werden jedenfalls im beidseitigen Sinne, pazifische Gegenküste, atlantische Gegenküste, die USA so heute nicht mehr aufrechterhalten können. Kurzum,
sind sowohl von den ideologischen Konstellationen her als auch von den Fähigkeiten, bestimmte geopolitische Anforderungen auf sich zu nehmen, andere Verhältnisse, in denen nicht zu erwarten ist, dass sich die Welt teilt zwischen der ersten Welt, sprich Westen, und der zweiten Welt, sprich Osten. Und dann gibt es noch eine dritte Welt, in der man in den 50er, 60er, 70er, ja eigentlich bis in die 80er Jahre hinein allerhand Proxy Wars, also Stellvertreterkriege, ausgetragen hat. Aber trotzdem haben die nie eine zentrale Bedeutung gehabt. Sozusagen das Leitmotiv der Weltordnung war der Gegensatz zwischen Ost und West. Das wird auch so nicht mehr möglich sein, weil der globale Süden, wie wir sagen nicht mehr Dritte Welt oder Entwicklungsländer oder wie auch immer, sondern weil der globale Süden eine sehr viel dominantere Rolle spielen will und auch spielen wird. Also hier treffen sozusagen das Können und das Wollen zusammen. Und wenn das richtig ist und Sie bereit sind, sozusagen in diesen Punkten, die ich vorgetragen habe, mir zu folgen, dann heißt das, es wird zwangsläufig eine multipolare Ordnung sein. Den Westen wird es nicht geben, den Osten wird es nicht geben und der globale Süden wird dabei sein. Also stellt sich, und das ist sozusagen die zweite Frage, nicht? Die Überlegung, die ich jetzt angestellt habe, ist eine eher historische Überlegung. Zweite Frage, spieltheoretisch, wie funktionieren Ordnungen, die mehr sind als Ordnungen, in denen einer, den ich gerne als den Hüter bezeichne, oder zwei, die ein polares System, sozusagen wie ein Magnet mit plus minus aufbauen, in dem also mehr als einer oder zwei das Sagen haben. Und dabei zeigt sich eigentlich mit einer auch historischen Komponente, aber vor allen Dingen spieltheoretisch, Fünfersysteme sind eigentlich die Lösung, weil sie hinreichend groß genug sind, um die Lasten, die zwangsläufig mit einer maßgeblichen Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ordnung verbunden sind, zu tragen und hinreichend klein genug sind, um mit der Übernahme dieser Lasten entsprechende Vorteile zu verbinden. Nicht? Und das könnte man ja sagen, wenn es nur darum geht, Lasten zu teilen, Burden-Sharing voranzubringen, dann ist eigentlich das Attraktivste, dass man möglichst viele beteiligt. Aber dann schwindet der Anteil von Machtpartizipation, den man hat, wenn es 11 sind oder gar 13 oder noch mehr, so sehr zusammen, dass es attraktiver ist eigentlich zu sagen, dann lasse ich mich auf diese Lasten nicht ein, sondern wähle den Platz auf dem Chaiselong, beobachte, was die anderen da so machen und suche mir sozusagen peu à peu immer wieder günstige Konstellationen raus, in denen ich mich so oder anders verhalte. Wenn wir diese Vorstellung uns zu eigen machen, und auch zu eigen machen, dass es dann möglichst viele sind, die gewissermaßen den Luxus des Betrachters für sich einnehmen wollen, dann ist klar, dass wir eher in eine Welt hineingehen, die in der realistischen Schule der internationalen Beziehungen als Anarchie der Staatenwelt begriffen worden ist, weil es keine verlässlichen und erwartbaren Allianzen mehr gibt, sondern gewissermaßen konstellationsabhängig die betreffenden Akteure ihre Präferenzen setzen oder nicht setzen. Also zu sagen, es dürfen nicht zu viele sein und es dürfen nicht zu wenige sein und 5 ist relativ überschaubar, spieltheoretisch also naheliegend, und guckt man in die Geschichte zurück, stellt man fest, naja, immer wieder in der Geschichte haben sich in Europa solche Pentarchien, also 5er Vorherrschaften ausgebildet. Dabei ist es in der Regel bei den 5 geblieben, aber die Teilnehmenden haben gewechselt. Wenn man die letzte Pentarchie nimmt oder die vorletzte, die sich im Anschluss an den Frieden von Münster und Osnabrück ausgebildet hat, dann waren am Anfang
neben dem Kaiser Frankreich und England auch noch Schweden und Spanien dabei. Aber die Spanier haben sich dann für die europäischen Verhältnisse im Verlauf des 18. Jahrhunderts nicht mehr besonders interessiert und sind ausgeschieden. Und die Schweden, die ihre Macht wesentlich auf militärische Fähigkeiten, also ein exzellentes Offizierskorps, gestützt haben seit Gustav Adolf, haben bei Poltawa, das liegt in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, bei Poltawa hat Karl XII. Eine große Schlacht gegen die Russen verloren und danach ist Schweden ausgeschieden. Nicht? Und die beiden wurden dann ersetzt durch Preußen und Russland, sozusagen eine Ostverschiebung des gesamten Systems, die mit der Unterbrechung der napoleonischen Zeit tendenziell bis 1914 gehalten hat. Heißt sozusagen, Fünfersysteme sind flexibel, aber sie sind auch nicht auf Ewigkeit angelegt. Der große Napoleon hatte diese Pentarchie zertrümmert und im Wiener Kongress wurde sie dann wiederhergestellt, vermutlich schon vor 1914 in Brüche zu gehen und dann in einem großen Krieg zu enden. Ich kann also sagen, vermutlich sind Pentarchien nicht das Optimum einer Ordnung, aber sie sind wahrscheinlich das Beste, was wir unter den gegebenen Umständen an Ordnung bekommen können. Das heißt, wenn wir uns das überlegen im Hinblick auf Kant und andere, den wir ja in diesem Jahr feiern, nicht, und seine Friedensschrift in den Mittelpunkt stellen, dann ist das eine Ordnung, die deutlich unterhalb dem von Kant in der Schrift zum ewigen Frieden beschriebenen Modus sich bewegt. Wobei allerdings der Königsberger so ehrlich war zu sagen, wie sowas wirklich umgesetzt werden könne, ohne dass man eine Weltrepublik gründe, was er ablehnt, aus einer Reihe von Gründen, dass er darauf keine Antwort habe und eigentlich nur darauf vertrauen könne, dass der Geist des Handels auf Dauer mit dem Geist des Krieges nicht zusammen bestehen könne. Das möchte man meinen, hat zumal die deutsche Politik auch nach 1989 geglaubt, wieder in den Formel Wandel durch Handel oder aber ökonomische Verflechtungen als sozusagen Domestizierung einer potenziell revisionistischen Macht, wie erkennbar Russland das war, spätestens von dem Zeitpunkt an, als Putin gesagt hat, der Zerfall der UdSSR sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Das war schon eine Ansage, wenn man überlegt, was im 20. Jahrhundert es so an geopolitischen Katastrophen gegeben hat. Nicht? Aber darauf setzend, dass das Konzept Wandel durch Handel funktioniert, hat man sozusagen das eher als so einen Spruch aus dem Kreml behandelt und ihn nicht hinreichend ernst genommen als eine, wie man im Nachhinein wohl weiß, politische Kampfansage. Also sagen, das System der Fünf bleibt weit unter den Erwartungen, die Kant in der Schrift zum ewigen Frieden beschrieben hat. Es ist eher eine hegelianische Überlegung, die der Bemerkung aus der Vorrede zur Rechtsphilosophie erfolgt, wo Hegel kurz und knapp schreibt, das Wirkliche ist vernünftig und das Vernünftige ist wirklich. Das war in meiner Studienzeit und auch danach sozusagen immer ein Aufreger unter den sehr idealistisch gesonnenen Studenten. Gewissermaßen, da hat man den alten Reaktionär Hegel erwischt, wenn er das Wirkliche als vernünftig bezeichnet und so tut, als sei das Vernünftige schon wirklich geworden. Aber er hat das schon so in dem Sinne gehabt, dass vielleicht die Eule der Minerva, von der an anderer Stelle in dieser Vorrede die Rede ist, auf der Suche ist nach den Elementen der Vernünftigkeit in einer Wirklichkeit, die sehr vielgestaltig ist und nicht sozusagen nur Vernunft präsentiert, die aber die Elemente des Vernünftigen, also in meiner Sprache jetzt, des Bestmöglichen unter den gegebenen Umständen enthält.
Also in dem Sinne bin ich immer offen zu sagen, wenn mir irgendeiner aus dem Auditorium oder aus dem Netz oder wo auch immer her zuruft, Münkler, Sie sind ein Pessimist. Zu sagen, naja, ein Pessimist bin ich vielleicht nicht, aber ich bin auch kein, um jetzt auch noch Arthur Schopenhauer zu nennen, ruchloser Optimist. Nicht? Wenn wir die beiden Figuren einander gegenüberstellen, kann man sagen, die Pessimisten sind diejenigen, die prinzipiell davon ausgehen, dass nur Worst Cases eintreten. Das ist eine Unterstellung, der kann man folgen, aber es ist nicht unbedingt anzunehmen, dass nur Worst Cases aufeinander folgen, auch wenn man vielleicht meinen kann, nach der Finanzkrise Lehman Brothers bis hin zum Ukraine-Krieg heute, nicht mit Pandemie dazwischen und Migrationskrise und derlei mehr, hätten wir im Prinzip die letzten 20 Jahre eigentlich fast nur Worst Cases gehabt. Aber dann muss man sozusagen sich erinnern und darauf verweisen, dass jedenfalls in der Selbstbeschreibung der Europäer es mindestens 20 Jahre davor gegeben hat, in denen sie vielleicht nicht wirklich geglaubt, aber so getan haben, als bestehe Geschichte aus einer Abfolge von Best Cases. Das kann man, glaube ich, dann am besten identifizieren, wenn politische Akteure und Bevölkerungen das Gefühl haben, sie haben unendlich viel Zeit, um die Fülle der anstehenden Probleme zu lösen und damit bestreiten, dass es so etwas wie einen Zeitdruck gibt, der darauf hinausläuft, dass man innerhalb eines bestimmten Zeitraums Lösungen finden muss. Und wenn man sie nicht gefunden hat, dass die ungelösten Probleme einem dann hinterher wie unendlich schwere Steine auf die Füße fallen. Also, ich bin weder Optimist noch Pessimist, sondern ich würde sagen, das ist ein Realismus mit einer gewissen Zuversicht, Zuversicht eben darin, dass wenn die Fünfe sich wechselseitig anerkennen als diejenigen, die so etwas wie eine dominante Rolle spielen, das ein ordnungsstiftendes Element ist. Ich kann jetzt nicht weiter begründen, warum es keine neue unipolare Ordnung gibt. Ich kann nur ganz kurz darauf verweisen, dass die volkswirtschaftliche Theorie, weil sie in den USA entwickelt worden ist, die man also The Tragedy of the Common Goods nennt oder in der deutschen Übersetzung die Tragödie der Allmende, das ganz gut theoretisch erklären kann. Nämlich, wenn ein Einziger verantwortlich ist für die Bereitstellung von kollektiven Gütern, also Gütern, von deren Nutzen keiner ausgeschlossen werden kann. Saubere Luft ist beispielsweise so etwas, nicht? Oder Schutz und Sicherheit. Dann hat der Einzelne, der das tut, auf Dauer ein Problem, weil er mit einer Masse von Freeriders, also Trittbrettfahrern, umgeben ist, die diese Güter konsumieren, aber nicht in sie investieren. Ich könnte auch sagen, das ist das Problem, das Trump umgetrieben hat, als er gesagt hat, die Europäer tun ja nichts für ihre Sicherheit und verlassen sich auf die USA. Ich würde allerdings sagen, Trump ist nicht intelligent genug, um das Problem der Tragödie der Allmende wirklich zu durchdenken. Sondern das hat ihm irgendeiner gesagt und er hat das dann sozusagen als eine rhetorische Figur benutzt, um Druck ausüben zu können. Tatsächlich ist es aber wirklich so, nicht, dass irgendwann den USA, die diese Rolle übernommen hatten, eher nolens als volens, nach 1991 zu viel geworden ist, gewissermaßen überall auf dem Globus diese Rolle eines Hüters zu spielen. Und der Erste, der das wirklich dezidiert formuliert hat als eine Überforderung, war Obama mit der Formel, wir sind nicht zu einer gleichzeitigen und gleichgewichtigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage, wie wir das im Zweiten Weltkrieg waren, sondern wir werden uns entscheiden müssen und wir werden uns für den pazifischen Raum entscheiden, weil für uns USA dort die stärkeren Interessen liegen.
Das war sozusagen schon die vorsichtige Verabschiedung der USA aus dieser Rolle, und die krachende Verabschiedung kam dann, Sie wollen mit Donald Trump in der Formel America first, ja, das heißt natürlich klar, keine Common Goods, sondern allein die amerikanischen Interessen. Und ja, dem Abkommen von Doha, nicht? Der Westen hat über 20 Jahre Tausende von Milliarden in Afghanistan investiert, hat auch relativ hohe Verluste an Menschen hingenommen und hat dann in Doha einfach hingeschmissen. Oder um es noch deutlicher zu sagen, hat die afghanischen Frauen den Taliban-Männern ausgeliefert. Punkt. Deswegen war eigentlich auch dieser 15. August 21, als, vielleicht erinnern sich noch die Flugzeuge in Kabul, da hingen so Leute an den Rädern dran und wollten noch irgendwie mit, so etwas wie ein symbolischer Punkt, an dem man sagen konnte, die USA haben sich aus der Rolle des Hüters verabschiedet, wenn man denn Zeitpunkte und entsprechende Bilder braucht. Also, das heißt aber relativ viel, nicht? Das heißt auch, die Chinesen werden nicht an die Stelle der USA treten, weil sie vermutlich sehr viel besser als Trump begriffen haben, was Tragödie der Allmende heißt und in welche Position man sich begibt, wenn man verantwortlich ist für das, was volkswirtschaftlich oder theoretisch als Allgemeingut, als Common Good definiert ist. In der bipolaren Welt des Ost-West-Konflikts war das nicht so, sondern kann man sagen, da waren diese Allgemeingüter so gewissermaßen Clubgüter. Da war der Club Warschauer Pakt, nicht, sozusagen mit seinem Zwang, ihr müsst aber diese und jene Beiträge leisten. Und der Westen, eher in diesem Falle eher NATO oder Ostasien, andere Formen, in die man eingetreten ist und Beiträge geleistet hat, um, was weiß ich, in den Schutz der entsprechenden Bestimmungen des NATO-Vertrages, also Artikel 5 und anderes mehr, zu kommen. Das heißt, mit dem Übergang von Allgemeingütern zu Clubgütern hat so etwas stattgefunden wie eine Veränderung der Grundkonstellation. Es gab keine Trittbrettfahrer in diesem Sinne mehr, nicht? Selbst die Deutschen sind den Amerikanern ja nach Afghanistan gefolgt, sozusagen in einer fernen Erinnerung daran, dass sie sich doch noch ein bisschen bedanken müssen dafür, dass sie innerhalb dieses Systems der Clubgüter auch entsprechend partizipiert haben. Es gibt noch eine dritte Alternative, das ist Privateigentum, nicht? Das würde heißen, in diesem Fall, jeder Staat sorgt für sich allein, für all das, was an öffentlichen Gütern für seine Bevölkerung bereitzustellen ist. Und in dem Punkt, der uns jetzt hier beschäftigt, heißt das, jeder Staat für sich allein sorgt für seine Sicherheit gegenüber konkurrierenden Akteuren. Es ist völlig klar, das würde die Kosten der Bereitstellung dieser Güter exzeptionell hochtreiben. Es ist eigentlich nicht mehr handhabbar, außer vielleicht für Mächte wie die USA und China, aber die anderen können das nicht. Und dabei fällt natürlich unser Blick gleich auf die Europäer, da ist auch klar sozusagen, sie müssen kooperieren, wenn sie in der Lage sein wollen, diese öffentlichen Güter in irgendeiner Weise vernünftig verfügbar zu haben. Also, wer ist das? Nach meinem Dafürhalten die USA und China als diejenigen, die am meisten Ressourcen zur Verfügung haben. Daneben Russland. Russland nicht, weil es so kreativ ist und so viel Erfindergeist hätte und auch technologisch eine Spitzenposition inne hätte, sondern aufgrund vielleicht von drei Ressourcen. Erstens ihre Nuklearwaffen, zweitens die ungeheuer große nordasiatische Landbrücke, die Russland geopolitisch darstellt, und drittens halt die Kapitalisierung von Bodenschätzen, also die Förderung von Erdgas, Erdöl
und andere mehr, um auf diese Weise als Rentierstaat aufzutreten. Was am Rande bedeutet, sie werden nie Demokratie werden und nie ein Rechtsstaat, weil Rentierstaaten, der Begriff ist entwickelt worden im Hinblick auf die Ölmonarchien der arabischen Welt, im Prinzip keinen Zwang haben, Bevölkerung zu beteiligen, sondern sie haben eher den Grundvertrag, ihr haltet die Klappe, aber dafür kümmern wir uns darum, dass die Dinge laufen, wie sie laufen sollen. Nicht? Und das Gegenprinzip wäre die Formel der amerikanischen Siedler, no taxation without representation. Wenn wir schon Steuern bezahlen, dann wollen wir an dem, was wir bezahlen, auch teilhaben. Aber Rentierstaaten haben so niedrige Steuern oder sie haben gar keine Steuern, dass dieses Prinzip gar nicht zur Geltung kommt. Das ist sozusagen, sind die drei Grundlagen der russischen Macht, sind also auch dabei. Aber wenn ich sage, sie sind nicht zuletzt dabei, weil sie eine Atommacht sind, dann sagt das schon relativ viel darüber, dass die Politik der Nonproliferation definitiv gescheitert ist. Vielleicht ist die Verletzung des Budapester Memorandums, als die Ukraine, die zum Zeitpunkt 1994 die drittgrößte Nuklearstaat war und sich entschieden hat, die nuklearen Sprengköpfe und die Trägersysteme abzugeben, weil sie vom Westen bedrängt worden ist, das zu tun, da man nicht unbedingt wollte, dass mit dem Zerfall der UdSSR plötzlich vier Nuklearmächte, nämlich zusätzlich Russland, Belarus, Ukraine und Kasachstan, da sind und dafür haben, weil die ukrainischen Politiker damals schon Bedenken hatten, ob das so ganz schlau ist, das zu tun, in die Briten und die Amerikaner im Budapester Memorandum neben den Russen, dass die es nicht halten würden, könnten, das war vielleicht anzunehmen, zugesichert die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine. Naja, 2014 und erst recht 2022 war klar, was das wert ist, nicht? Und alle klugen Beobachter werden sich gesagt haben, wenn eine amerikanische Unterschrift und eine britische, also eine die wirkliche Macht und eine die imaginierte Macht in melancholischer Form darstellt, kann man ja bei den Briten ganz gut beobachten, nicht hinreichen, um die Unverletzlichkeit der Grenzen sicherzustellen, dann hilft eigentlich, wenn man einen mächtigen Akteur an seiner Seite hat, nur der Umstand, dass man sich selbst das Teufelszeug beschafft. Und deswegen ist es ziemlich anzunehmen, dass in den nächsten 20 Jahren nicht nur der Iran, sondern auch dann Saudi-Arabien und wenn Saudi-Arabien, dann auch die Türkei zur Atommacht werden, um sozusagen nur mal das Minimum zu formulieren. Gut, also diese drei. Und dann noch die EU, allerdings nur unter Bedingungen, dass sie es schaffen, sich vom Regelbewirtschafter und Regelgeber in einen politischen Akteur zu verwandeln. Ob sie das schaffen, ist eine offene Frage. Würde man sagen 50-50, das kann auch heißen 57 zu 43, in welche Richtung auch immer, aber da kann man keine definitive Antwort geben. Dafür, dass sie es schaffen, spricht das, was man vielleicht politiktheoretisch als die Produktivität von Feindschaft bezeichnen kann. Also der Druck, den Russland ausübt, der Zwang, wenn ihr nicht zusammenhaltet, dann spiele ich euch gegeneinander aus und am Schluss seid ihr alles meine Marionetten. Nicht? Das, so etwas klar vor Augen zu haben, dann auch die Bereitschaft generiert, Grenzen, die man früher für unüberschreitbar gehalten hat, etwa die Abtretung, noch weitere Abtretung von Souveränitätsrechten, man dazu bereit ist. Aber andererseits stehen dem natürlich Vorbehalte, Misstrauen und vieles andere innerhalb der EU gegenüber. Da werden wir vermutlich nachher noch ausführlicher drüber sprechen und hören, die es unwahrscheinlich machen, dass man, sagen wir mal, eine gemeinsame europäische nukleare Abschreckungskomponente hinbekommt, die man mit Blick auf Russland braucht und die mit der treuenden Präsidentschaft von Donald Trump eigentlich schon da sein müsste, aber natürlich nicht da ist.
Das wäre sozusagen ein Punkt, an dem man das beschreiben kann. Dann gibt es dann noch einen fünften also, und der ist nach meiner Vorstellung Indien, weil Fünfersysteme brauchen fünf. Man kann lange darüber diskutieren, ob es ein anderer wäre, aber Indien ist nun tatsächlich der geborene Repräsentant des globalen Südens. Und auch wenn die Politik von Modi eher auf einen unappetitlichen Hindu-Nationalismus hinausläuft, muss man doch sagen, die Anstrengungen Indiens in den letzten Jahren, sich als globaler Akteur zu zeigen, von der Mondlandung bis zum Anspruch, große Sportereignisse, die das Land sehr viel Geld kosten werden, auszutragen, steht zumindest dafür, dass die Inder einen Willen haben, dabei mitzuspielen. Denen werden dann jeweils auch noch Einflussgebiete zugehören. Und damit würde ich vielleicht an diesem Punkt mal enden wollen. Also, dass die USA Mittelamerika und die Karibik als ihr Einflussgebiet mit semipermeablen Grenzen, also sie dürfen in Panama vorbeischauen, aber sie können sich natürlich nicht vorstellen, dass die Panamesen in Washington mal gucken, ob dort vielleicht auch Drogenhändler Politik machen. Nicht? So, also als ihr Einflussgebiet begreifen, ist klar, und letzten Endes auch Lateinamerika, sodass sie also auch eine breite Basis des Zugriffs auf wertvolle Ressourcen haben. Die Chinesen sind in vieler Hinsicht in einer problematischeren Lage, weil sie geostrategisch einschließbar sind vom Zugang zu dem offenen Meer. Da agieren sie oder reagieren sie drauf durch eine bestimmte Form der Aufrüstungspolitik, dem Aufschütten von Inseln und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig haben sie in der neuen Seidenstraßenstrategie ein Konzept entwickelt, um Einflussgebiete in Zentralasien und in Afrika zu organisieren, indem sie denen da irgendwas hinbauen, sagen wir mal einen Flughafen, auf den nie ein Flugzeug landen und starten wird, oder ein Stück Autobahn ohne Anschlüsse, mit dem Ergebnis, dass die Länder irgendwann in der Bedienung der Schulden, die sie gemacht haben, überfordert sind. Sind die Chinesen großzügig, sagen, ach, stunden wir und zahlt ihr die nächsten 50 Jahre. Aber in dieser Zeit sind diese Länder sozusagen gegenüber Peking politisch abhängig. Und das zeigt sich bis in die EU hinein, wo in dem 17+1 Format eine Reihe von Ländern, Griechenland ist vielleicht der prominenteste Fall, bei den Chinesen so verschuldet sind, dass sie gar nicht sich leisten können, irgendwie eine antichinesische oder China-kritische Resolution zu unterschreiben. Das Interessante dabei ist sicherlich, dass sie in Zentralasien mit den Russen über kurz oder lang ins Gehege kommen, denn sie sind präsent in Gebieten, die einstens zum Zarenreich und später zur UdSSR gehört haben. Da wird sozusagen ein Feld sein und eine kluge Politik der Europäer oder vor allen Dingen eher der Amerikaner wird darauf hinauslaufen, das auszunutzen. Also sozusagen ohne eigene Beteiligung das in Gang zu setzen, was Rudyard Kipling mit Blick aufs späte 19., frühe 20. Jahrhundert als The Great Game bezeichnet hat. Die Russen haben auch ihre Möglichkeiten, Einflussgebiete zu schaffen, aber sie haben nicht so viel Geld wie die Chinesen. Deswegen müssen sie mit militärischer Macht agieren. Und diese militärische Macht kann man beobachten, entweder in der Ukraine durch den Gebrauch der regulären Armee oder aber von Mali bis zum Sudan sozusagen als eine Positionierung in der Sahelzone mit Hilfe von Söldnereinheiten oder auch in Libyen, wo sie eine wichtige Rolle spielen. Das heißt sozusagen, diese Form des Gebrauchs von militärischer Macht, die man natürlich gegenüber Militärdiktaturen, Militärputschisten gut einsetzen kann, wird in hohem Maße eine Ressource russischer Einflusspolitik sein. Nicht? Und dann stehen die Europäer dabei und gucken sich das an und stellen fest, wir sind hier unerwünscht und ziehen ab, wie wir das ja in einigen Sahelländern beobachtet haben. Das heißt, sie sind ein bisschen ratlos. Sie sind sich einerseits darüber im Klaren, dass Afrika von herausragender Bedeutung für die Zukunft der Selbstbehauptungsfähigkeit Europas ist, aber sie haben keine gemeinsame Strategie, wie sie das
implementieren können, sondern ziehen dann ab und sagen, sind gescheitert und wie auch immer. Da spielen auch eine Reihe von Gegensätzen und Unterschieden eine Rolle. Und die Inder haben es eigentlich am bequemsten, weil sie nur sagen müssen, wir sind der Repräsentant des globalen Südens. Nicht? Das ist gewissermaßen kein zuverlässiges Einflussgebiet, aber eine Legitimationsformel, die richtig durchzieht. Und vielleicht soll ich mit Blick auf die Uhr an diesem Punkt Schluss machen. Wir haben ja da noch ein paar Möglichkeiten, das miteinander zu diskutieren. Vielen Dank. Guten Abend. Und Sie werden bestimmt nach 2-3 Minuten den Unterschied sehen zwischen einem großen Wissenschaftler und einem einfachen Außenminister. Ich werde mir ein wenig Mühe geben. Natürlich, das hat Herr Dobrowski mich auch gefragt, aus der europäischen Sicht mich hier einzubinden. Ich würde anfangen, als ich selbstverständlich gut zugehört habe, mit diesem Pintett, das Sie dekliniert haben, auch ja schon in Interviews. Man muss sich vorstellen, sage ich jetzt als einer, der eine Zeit lang dabei war in Europa, wenn wir in dieser Welt, diese fünf großen, vier Länder und Europa hätten, Amerika, Europa, Indien, China, Russland, und diese Länder würden an einem Strang ziehen, welche Chance hätte die Welt, zum Beispiel in Sachen Stabilisierung des Friedens, aber auch Bekämpfung der Armut, wenn man an die UNO-Ziele von 2030 denkt, Klimawandel, all dieses immense Potenzial, was darin liegen würde, um die Welt wirklich auf eine bessere Schiene zu bringen. Nun, was mich markiert hat in diesen 20 Jahren, das sind zum Schluss natürlich zwei Daten. Das ist der 24. Februar 2022 und das ist der 7. Oktober 2023. Man träumt manchmal davon, dass es sie nicht gäbe, aber es gibt sie. Aber in diesen zwei Jahrzehnten, wo ich praktisch Außenminister war und in der europäischen Politik aktiv war, Herr Dabrowski und ich sind Radfahrer. Radfahrer sind manchmal Einzelgänger und kommen nicht nur im Bett ins Grübeln, sondern auch auf dem Fahrrad. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt dann am Ende des letzten Jahres, ob diese Welt noch in den Fugen zusammenzuhalten ist, wenn internationales Recht, wenn die Charta der UNO so mit Füßen gerammt wird und nicht von irgendeinem, sondern von einem Mitglied des Sicherheitsrats, das das Vetorecht hat. Und dann direkt die nächste Frage darauf, und ich bin wirklich kein Pessimist und auch kein Schwarzseher, aber haben wir in der Welt, wo wir Einfluss haben, natürlich zuerst kollektiv auch als Europäer, zusammen auch mit den Amerikanern, würde ich sagen, mit verschiedenen anderen, die wir im Westen nennen, haben wir nicht kollektiv versagt in den letzten zwei Jahrzehnten, dass es überhaupt zu diesen zwei Daten gekommen ist. Ich habe es gesagt, ich bin ein Europäer, das heißt, ich bin kein Fatalist. Und ich schätze wirklich, dass wir alle zusammen hier die Freiheit haben, uns kritisch mit uns selbst auseinanderzusetzen und mit der Politik. Und darum danke ich der Katholischen Akademie, dass ich hier sein darf und mit einem so großen Wissenschaftler und mit euch allen darüber zu reden. Die Europäische Union, und man muss es auch, glaube ich, bei sehr gescheiten Leuten immer wiederholen, ist ja entstanden im Kalten Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es steht auf zwei Füßen, vor allem, nicht nur, aber vor allem Deutschland und Frankreich. Die Idee war ja, dass diese beiden Länder, die immer dabei waren, dass die sich nicht mehr bekriegen sollen. Und das Geniale dabei, finde ich,
war damals, dass man nicht nur die zwei Länder genommen hat, sondern dass man global gesehen hat und dass man kein Quintett, sondern ein Sextett genommen hat. Das heißt, die drei Benelux-Länder plus dann Italien und Deutschland und Frankreich. Sie wissen, dass wir das einmal bis zu 28 gebracht hatten. Gut, einer hat uns verlassen, aber ich weiß nicht, ob der ganz glücklich ist, dieser eine Staat. Und kann sein, dass in 10 Jahren dieses große, wichtige Land wieder an unsere Tür klopft, um wieder Mitglied zu werden. Denn in dieser Situation, wo sie jetzt sind, glaube ich nicht, dass sie dass das geschehen ist, was sie sich erträumt hatten. Aber gut, zuallererst, dass Deutschland und Frankreich, und das muss man, wenn man aus Luxemburg ist, vor allem, weil man ja weiß, aus dem eigenen Leibe gespürt, dass was im 20. Jahrhundert geschehen ist, das ist ja nicht nichts, dass Deutschland und Frankreich sich nicht mehr bekämpfen, sondern dass sie zusammen an einem Tisch sitzen, diese zwei total verschiedenen Kulturen, Sprachen, Mentalitäten, vor allem auch Egos, dass man ihnen in der Europäischen Union eine gemeinsame Ambition gegeben hat, nämlich demokratisch und friedlich zu sein im Interesse also der Europas. Ich bin, wie ich gesagt habe, wenn ich das Wort sage, Erfolgsgeschichte der Europäischen Union, weiß ich genau, dass das auch in Klammern zu setzen ist, nicht so hundertprozentig stimmt. Aber wir haben immerhin 80 Jahre, das gab es noch nie, keinen Krieg in der Europäischen Union gehabt, nicht in Europa. Sie wissen das, in den 90er Jahren, diese schrecklichen Kriege auf dem Balkan. Europa ist auch noch immer, auch wenn wir sehr gut aufpassen müssen, der Münkel hat ganz recht, eine wirtschaftliche Macht. USA sind 24% des Weltwirtschaftsvolumens, die Europäische Union 22% und China 15%. Allerdings in den nächsten, auch in diesem Jahr, werden hier kapitale Fragen zu beantworten sein. Es werden Weichen gestellt. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass vor allem zwei Italiener, Draghi und auch Letta, jetzt Berichte machen über den Binnenmarkt, aber auch um die Wirtschaft in Europa eben weltkompetitiv zu machen. Und hier, da kann man sich auch anstrengen, so viel man will. Das geht nicht mehr mit nationalen Politiken. Hier muss auch die Wirtschaftspolitik dann föderativer werden. Und dann sind wir natürlich bei einem Punkt, wo in Deutschland direkt Zuckungen kommen, dass die Mittel, die man dazu braucht, vielleicht auch Mittel sein können, die durch große Anleihen zu geschehen haben. Europa hat auch 50% heute leistet Entwicklungshilfe in der ganzen Welt, 50%, was nichts ist. Was die Menschenrechte angeht, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, sind wir nicht perfekt auch, aber es gibt eine europäische Lebensweise. Und diese europäische Lebensweise verdient es, geschützt zu werden, meines Erachtens nach innen auch, vor allem, aber auch als Modell nach außen. Nun, die Europäische Union hat nur eine Chance in dieser multipolaren Welt, wenn sie effektiv versteht, zusammenzustehen. Und sie braucht nur das Beispiel zu nehmen, Sie haben das angedeutet von Putin. Für Putin gab es in den letzten 10 Jahren keine Europäische Union mehr. Es gab nur noch europäische Staaten, wo er versuchte, sie gegeneinander auszuspielen. Und das, was Putin seit 10 Jahren macht, und ich bin noch immer, fühle mich als Politiker, nicht als Historiker, leider. Aber es kommen jetzt diese Wahlen für das Europäische Parlament im Juni. Und wir haben in diesem Parlament Parteien am rechten Rand, extrem rechten Rand, die wollen die Integration Europas, die wollen Europa kaputtschlagen. Und ich kann nur, ich bin am Samstag eingeladen im Deutschlandfunk, wo junge Menschen präsent sind, weil sie schon mit 16 Jahren stimmen können. Bitte passen wir auf, dass wir nicht, wir haben einen Stimmzettel in der Hand, der ist extrem wichtig. Mir ist egal, was man stimmt, aber man darf nicht die stimmen, die gegen die Integration Europas sind und Europa kaputt machen wollen, so wie Putin es will.
Meine Damen und Herren, es ist natürlich eine kapitale Frage, wie sich die Europäische Union schlägt nach dem 24. Februar. Im Le Monde, das ist die größte französische Zeitung, Tageszeitung, stand vor ein paar Wochen ein großer Text: Le Tandem franco-allemand secoué par la guerre. Also das Tandem Frankreich-Deutschland ist zerrüttelt durch den Krieg. Wir kennen, und ich will mich ein paar Minuten damit aufhalten, weil es trotzdem wichtig ist, diese Aussage von Macron am 26. Februar, das war ja der erste Akt, dass er nichts ausschließt, dass auch EU-Truppen oder NATO-Truppen in einem gewissen Moment könnten in der Ukraine eingesetzt werden, war seine Aussage. Zweiter Akt war der von Bundeskanzler Scholz, dass es mit Deutschland weder in der EU noch in der NATO es einmal zu einem Einvernehmen kommt, dass europäische Soldaten sollen eingesetzt werden in der Ukraine. Und dann kam der dritte Akt, das war der 15. März. Da waren die Häuptlinge des Weimarer Dreiecks in Berlin zusammen, also der deutsche Bundeskanzler, der französische Präsident und auch der Premierminister aus Polen, und sind sich dann vor den Kameras in die Arme gefallen, sodass, wenn Wolfgang Schäuble noch leben würde, sagen würde, ist alles over. So einfach ist es natürlich nicht, aber man hat gespürt, dass wenn Deutschland und Frankreich hier verschiedene Wege wirklich in der Tiefe gehen, dass das kompliziert wird. Ich glaube, dass Deutschland und Frankreich ganz klar wissen, wie die meisten, glaube ich, in der Europäischen Union hoffen es, dass Putin nicht gewinnen darf. Nun, es gibt diese Nuancen und vielleicht muss man auch, ich habe das auch viele Jahre lang versucht zu verstehen, und wenn man zwischen Deutschland und Frankreich aufgewachsen ist und wohnt, dann hat man vielleicht auch ein wenig Fingerspitzengefühl dafür. Deutschland, vor allem dieser Kanzler, aber auch die Vorgängerin, hat ja die transatlantischen Beziehungen immer in den Mittelpunkt gestellt, anders als Schröder, und er hat recht, meines Erachtens, als er gegen den Irakkrieg war, zusammen mit Frankreich 2003. Aber Sie sehen bei Scholz, die Leopards 2 werden erst geliefert, wenn die Abrams auch geliefert werden. Also totales Einverständnis, das Transatlantische primiert. Die Franzosen, und es gibt einen Sender in Frankreich, der jeden Abend, LCI heißt er, das ist der erste französische Fernsehen, öffentliche, private Fernsehen, die haben Debatten, und da spürt man heraus, eigentlich ohne Deutschland jetzt zu verletzen, sagen aber, Deutschland kann ja nicht, was Außenpolitik angeht, dieselbe strategische Kultur haben wie wir. Deutschland ist erst in die UNO gekommen, 1973, zusammen mit der DDR. Deutschland ist erst 1955 in die NATO gekommen. Wir haben also alle wir sind eine große Nation, französisch heißt das Grande Nation, das haben Sie bestimmt schon gehört. Wir haben Atom, also Nuklearwaffen, und wir sind Mitglied des Sicherheitsrats. Also ich glaube, die sagen das auch, um zu zeigen, dass sie akzeptieren, dass wirtschaftspolitisch Deutschland die stärkste Kraft in der Europäischen Union ist, aber was Außenpolitik angeht, sind es die Franzosen. Nun, ich glaube, dass, und darum ist es mir so wichtig, auf dieses Thema der Deutschen und der Franzosen auch einzugehen, wenn die Deutschen und die Franzosen in der Europäischen Union verschiedene Wege gehen, ist das akzeptabel, denn die Diversität ist ja die Stärke der Europäischen Union. Zum Beispiel, Sie wissen das, in der Atomenergie. Allerdings kann ich Ihnen sagen, aus 20-jähriger Erfahrung, es ist nicht so einfach, sich da wiederzufinden. Sie wissen, dass da eine gewisse diametrale Opposition zwischen beiden Ländern ist. Aber ich glaube aber sagen zu müssen, dass Deutschland und Frankreich nicht auf zwei verschiedenen Gleisen gehen können, wenn es um die EU-Außenpolitik geht, um wichtige Fragen, weder was
Ukraine-Russland angeht, auch nicht Israel-Palästina. Ich würde es so sagen, dass die Multipolarität keinen Platz haben darf in der europäischen Außenpolitik. Sie wird, wenn das geschieht, nicht wahrgenommen, vor allem wenn Deutschland und Frankreich auf zwei verschiedenen Linien sind. Und ich will nur zwei Beispiele sagen und nicht mit dem Finger auf Deutschland oder Frankreich zeigen, sondern wir haben, was Israel-Palästina angeht, seit 2009 bis 2016, bis zum Brexit, hatten wir eine gemeinsame Position. Jerusalem ist die Hauptstadt der zwei und die Grenzen von Palästina sind die Grenzen von 1967. Das wurde kaputtgeschlagen nach dem Brexit, ganz klar von Boris Johnson, der damals Außenminister war. Und verschiedene Länder in der Europäischen Union sind auch davon weggegangen. Wir hatten also, was Israel-Palästina angeht, keine Position mehr in der Europäischen Union, die wir konnten auf ein Blatt Papier schreiben. Das Zweite ist, Sie können sich vielleicht erinnern, der UNO-Pakt für Migration hatten wir dafür, dagegen und Enthaltungen. Und das hat dem belgischen Premierminister damals den Kopf gekostet. Also wenn die Europäische Union, da haben Sie total recht, habe ich auch in der Praxis immer gespürt und auch versucht zu sagen, wenn wir in kapitalen Fragen keine gemeinsame Position, vor allem in Außenpolitik haben, dann zählen wir nicht. Wird über uns gelacht. Darum, hier ist ein Punkt, vor allem in einer multipolaren Welt, wo wir daran arbeiten müssen. Wir sind, meine Damen und Herren, konfrontiert, glaube ich, mit ein paar kapitalen Fragen und Herr Münkler hat schon die eine oder andere angeschnitten. Also wir müssen wissen, dass bis zum November 2024 sich diese Fragen immer deutlicher stellen werden. Das Erste ist natürlich, wenn ein anderer Präsident, der schon einmal da war, zum Beispiel, gewählt würde und es käme zu einem Deal mit Putin, was er ja wiederholt und wiederholt, an einem Tag oder an zwei Tagen, egal. Das heißt, das Land gegen Frieden würde verhandelt werden. Auf Deutsch heißt das, die Russen bekommen die Krim und den Donbass. Der Rest, damit soll die Europäische Union sich herumschlagen. Aber vor allem, glaube ich, in der Europäischen Union wird, wenn das über die Köpfe der Ukraine und auch über die Köpfe der Europäischen Union zustande käme, müssen wir wissen, wie wir da zu reagieren haben. Ich glaube, das allererste wäre, dass die Ukraine dann Mitglied werden müsste der NATO. Ich rede von dann den 80%, was ja noch immer ein großes, großes Land ist. Ob hier ein Konsens herzustellen ist, weiß ich nicht. Allerdings müssen wir uns dieser Gefahr bewusst werden, dass das eine Zerreißprobe werden wird in der Europäischen Union, nicht nur für die Ukraine, sondern auch in der Europäischen Union. Aber wir sind nicht da. Sie kennen, Sie wissen, dass im militärischen Niveau, dass die Ukraine Schwierigkeiten hat. Ich glaube, was jetzt eigentlich das Größte ist, was man verlangen könnte, ist, dass sie die Kraft haben, die Positionen zu halten. Es geht nicht mehr Rede von Offensiven. Und ich will hier natürlich nicht in der Öffentlichkeit zu viel darüber sagen. Ich will nur eins sagen, was auch in den letzten zwei Jahren unsere Mission war in der Europäischen Union, die wir weitermachen müssen. Das ist, die Ukrainer brauchen Munition, um sich zu wehren. Sie brauchen nicht Munition, um anzugreifen, sie brauchen Munition, um sich zu wehren. Und wenn wir nicht imstande sind, das zu liefern, dann wird die Ukraine eines Tages nicht mehr bestehen. Die Ukraine kann diesen Krieg nicht stoppen. Sie kann sich auf den Boden legen und warten, dass es die Ukraine nicht mehr gibt. Dann hat Putin auf der ganzen Linie gewonnen und er steht vor Polen. Es ist natürlich eine zweite große Frage, die sich noch stellt. Das ist, was geschieht mit der NATO? Ich bin mir nicht so sicher, dass auch wenn Trump gewählt werden würde, dass die Amerikaner hier ohne Resistenz einfach die NATO zuschauen würde, wenn die NATO zerschlagen wird. NATO ist mehr als 80% Amerika. Wie gehen wir allerdings, wenn etwas geschehen würde, und Sie haben das angeschnitten, wie gehen wir mit der nuklearen Frage um? Wir haben in Europa zwei Länder, in Europa, Frankreich und UK,
die Atom, die also nukleare Waffen haben. Um die Zahl einmal, die findet man überall, wenn man schaut, die Amerikaner haben 5200 atomare Sprengköpfe, die Russen 5400, China zurzeit 410, Frankreich 290 und Großbritannien 225. Jetzt ist ja die Frage, die auch in Frankreich diskutiert wird. Macron hat sie schon selbst einmal in Schweden angesprochen, diese Abwehr, wenn es essentielle Interessen der Franzosen, wenn die zerstört würden, hat der Präsident natürlich, ohne dass das definiert wird, wann das ist, hat dann die Kompetenz und die Macht, Atomwaffen einzusetzen. Wird das von Frankreich auch gesehen, wenn europäisch etwas geschehen würde? Das ist eine Frage, wo es keine Definition dazu gibt. Und wir müssen wissen, dass diese Frage, die weiß Putin ja auch, dass Putin lässt keine Schwäche zu, dass wenn einmal die NATO zerschlagen werden würde, dass wir dann vor einer kapitalen Frage stehen, wenn Russland nuklear uns angreift, was kann dann oder was wird dann die Antwort sein? Ich bin jetzt dagegen, dass man jeden Morgen aufsteht und sich dann damit quält. Es ist aber eine Frage, die, glaube ich, progressiv auf uns zukommt. Vielleicht wird sie sich überhaupt nicht stellen, das hoffen wir ja viele. Aber gut, es ist etwas, dem wir uns stellen müssen. Die Europäische Union hat Großartiges geleistet, meines Erachtens, im Ukraine-Krieg. Man darf nicht immer sagen, es ist nicht genug, zu langsam und so weiter. Also ich kann mich erinnern, die ersten Sitzungen, die wir als Außenminister hatten, nach dem 24. Februar 2022, das war nicht einfach. Wir waren so durcheinander und so aufgewühlt, sogar ob wir Waffen liefern sollten oder nicht. Sie wissen, dass in Deutschland eine ganze Debatte. Aber das ist ganz schnell gedreht, als wir alle diese Bilder von Butscha sahen. Da kam der Dreh ganz schnell. Und ich glaube, dass wir hier auch im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen gehandelt haben, Artikel 51, der sagt, dass wenn ein Land angegriffen wird, kann es eine Koalition bilden mit anderen Ländern, um sich zu wehren. Und wir sind als Europäische Union, so wie auch die NATO, kann man sagen, eine Koalition, die eben der Ukraine hilft, sich zu wehren gegen diese Angriffe von Putin, die ja leider es nicht aussieht, dass sie einmal enden wird. Wir haben auch Sanktionen ziemlich schnell dann eingebunden. Und ich glaube, hier muss man aufpassen, ob sie wirken oder nicht wirken, das ist eine Sache. Aber wir haben gezeigt als Europäische Union, dass wir nicht nur Interessen haben, sondern dass wir auch Solidarität zeigen müssen, wenn ein Land derart überfallen wird. Und dann die militärischen Mittel. Ich sage es noch einmal, ich weiß, dass in Deutschland das auch eine Debatte ist, dass sogar Lokalpolitiker das auch in den letzten Tagen aufgegriffen haben. Es ist total falsch, es ist unverantwortlich zu sagen, wenn die Europäische Union und andere keine Waffen mehr liefern würden an die Ukraine, um sich zu wehren, dass dann der Krieg vorüber wäre. Ja, er wäre vorüber. Ich habe es eben gesagt, das wäre das Ende und Putin hätte auf der ganzen Linie gewonnen. So einfach darf man sich das nicht machen und es tut mir auch weh, wie allen Europäern, wenn man diese Wahlen sieht und die Diskussionen in der Slowakei, dass die keine Waffen mehr liefern, für den Frieden sind und die der Ukraine helfen wollen, dass das Kriegstreiber sind. Wir müssen unsere Linie halten, wir stehen zu den Sanktionen und auch, dass wir die solange es geht und wir müssen viele Anstrengungen machen, dass auch die Ukraine die Mittel bekommt, um sich weiterhin zu wehren. Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein. Und wenn Putin durchkommt mit Gewalt, dann, Herr Münkler, glaube ich, auch in einer multipolaren Welt, egal ob es 5 sind oder 6 oder 10, die bestimmen, wenn der durchkommt damit, dann bleibt das natürlich nicht auf die Ukraine begrenzt. Dann stehen alle Türen auf, dass auch das Gesetz des Stärkeren über die Stärke des Gesetzes gestellt wird.
auch auf anderen Kontinenten. Ich nehme mir noch eine Minute, um ein zweites Thema anzusprechen. Ich kann es nur stichartig machen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig. Gaza, Israel, Palästina. Das, was am 7.10. aus meiner Sicht geschehen ist, da gibt es keinen Millimeter Rechtfertigung. Das ist Barbarei in höchster Potenz und nur der IS hat in der Vergangenheit so operiert, so barbarisch operiert. Geiseln noch dabei nehmen, das ist Horror und Terror zusammen, der nicht zu überbieten ist. Wie kommt man aus diesem Loch heraus? Und wenn ich sage Mann, ist das natürlich zuerst Israel und Palästina, aber es ist auch eine Frage an die internationale Gemeinschaft. Sie wissen, dass Israel gegründet wurde 1948, Ben-Gurion, ich glaube es war im Mai, hat die Unabhängigkeit, also die Existenz des Staates Israel erklärt, aufgrund von einer Partition, einer Teilung, die ja stattfand in der UNO. Und das Existenzrecht Israel steht natürlich nicht und niemals zur Disposition. Allerdings müssen wir auch wissen, dass in diesem Teilungsakt, in dieser Partition, auch ein zweiter Staat sollte entstehen. Damals hat man nicht gesagt für die Palästinenser, sondern für die Araber. Wir kennen die Geschichte, es kam nicht zustande, jetzt schon lange, lange Jahrzehnte. Es kam zu Kriegen, zu Vertreibung, zu Flucht, zu unermesslichem Leid. Und ich glaube, dass für eine meiner ersten Reisen, damals hatten wir die Präsidentschaft 2005 nach Jerusalem und nach Ramallah, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn uns die Frage gestellt wird, hat Palästina Recht auf einen Staat, dass wir als Europäische Union Ja sagen müssen. Auch die Palästinenser haben Recht auf ihren Staat. Und dann sind wir bei dieser komplizierten, aber doch einfachen Zwei-Staaten-Lösung. Persönlich glaube ich sogar, dass Israel nicht zur Ruhe kommt, solange die Palästinenser nicht ihren eigenen Staat haben. Und wenn wir denselben Fehler machen als internationale Gemeinschaft, den wir gemacht haben in den letzten 10 Jahren, in Amerika und in Europa, dass wir uns nicht mehr bekümmert haben darum, dass wir gesagt haben, das geht schon, es wird schon nicht so schlimm werden. Wir haben den Rücken gedreht und wollten dieses Problem nicht mehr sehen, bis es so explodiert ist, wie es eben explodiert ist. Und ich glaube, dass die internationale Gemeinschaft eigentlich hoffen muss und alles tun muss, dass sowohl auf israelischer Seite wie auf palästinensischer Seite ein legitimer Verhandler an die Macht kommen und dass dann zusammen geschaut werden muss, dass man hier auch zu dieser Zwei-Staaten-Lösung kommt. Wenn ich Premierminister Netanyahu kritisiere, ist das, wie wenn ich Premierminister Berlusconi kritisiere in Italien. Das ist mein Recht. Das ist das Recht von jedem. Und ich muss den Premierminister Netanyahu kritisieren, ohne antisemitisch zu sein. Denn er hat mit seiner Siedlungspolitik, hat er in den letzten 20 Jahren eine Zwei-Staaten-Lösung nie zum Zuge kommen lassen. Als ich Minister wurde 2004, waren 300.000 Siedler in der Westjordanland und in Ostjerusalem, es sind heute 700.000. Und die zweite Kritik ist die, dass die Gewalt, die angewendet wird, von den Siedlern gegen die Palästinenser im Westjordanland unmenschlich ist. Und dass die gestoppt werden muss. Dass das nicht akzeptabel ist. Ich glaube, sogar unsere amerikanischen Freunde sagen ja auch endlich dasselbe. Ich hoffe, dass die Europäische Union sich an die Spitze setzt, mit den Amerikanern selbstverständlich, und dass es in der Europäischen Union eine einheitliche Position gibt, nicht eine, die wir jetzt haben, die nach drei Seiten geht, um zu helfen, dass die Welt aus diesem Loch herauskommt und vor allem die Palästinenser und die Israelis. Was mir Hoffnung macht, das ist, dass ich im November noch die Familienangehörigen verschiedener Geiseln in meinem Büro in Luxemburg empfangen habe. Und eine Frau aus Metz, die auf dieser Feier war, als dieses Drama geschah, hat mir gesagt, als wir gingen,
Ich glaube, dass wenn dieser Krieg vorüber ist, hat sie gesagt, und sie hat vieles mitgemacht, viel Schlimmes mitgemacht, dass das israelische Volk und dass das palästinensische Volk sich zusammensetzen, sie wollen Frieden haben. Und ich glaube, das ist etwas, was mir Hoffnung macht, wenn wir nur immer mit Resolutionen in der UNO verfahren oder wenn wir streiten über Kommas und Punkte in Deklarationen, kommen wir nicht voran. Aber so kann es ja auch nicht in dieser Region weitergehen. Israel muss in Sicherheit leben können und die Palästinenser in Würde. Ich glaube, das ist machbar in einer multipolaren Welt. Danke für das.